So, jetzt da der Apfelrubin wieder in Klamento ist, gucken wir mal, was die Leute so alles sagen. Ich habe gehört, ihr habt den Apfelrubin gefunden. Weltklasse. Ja, so schwer war es eigentlich nicht. Aber für deine Verhältnisse war es sicher etwas schwerer, alter Mann. Ihr habt den Apfelrubin gefunden? Super. Na du? Wenn ihr Fahrt zurückgeht, bitte werde ich ihn bitten, mir einen neuen Ring zu machen. Was willst du bitte mit einem Ring? Der Apfelrubin ist ziemlich berühmt. Na, Blondie, was hast du zu sagen? Da ihr den Apfelrubin gefunden habt, wird Claude euch sicher passieren lassen. Meinst du? Gucken wir mal. Moment. Hat die sich gebeamt? Moment. Sag mal, wie scheiße schnell ist die Blondine? Einmal ist sie hier. Dann kaum bin ich aus dem Screen. Wupp, ist sie hier. Die ist echt schnell. Ich hörte, ihr habt den Apfelrubin in der Nordhöhle gefunden. Vor allem scheint sie auch noch eine gespaltene Persönlichkeit zu haben. Irgendwie macht die mir Angst. Ich würde ihn zu gerne mal sehen. Naomi, was sagst du? Auf dem Ostkontinent. Der Apfelrubin wurde von Jafars Lehrer gemacht und ist jetzt der Nationalschatz. Oha! Wir haben den Nationalschatz gefunden dieser Welt. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ja, habe ich. Okay, dann gehen wir mal zu dem Geldsack. Auch wenn ich den wirklich unsympathisch finde. Oh ja, da ist der Apfelrubin. Ihr habt ihn tatsächlich gefunden. Vielen Dank. Nun gebe ich euch die versprochene Belohnung. Mein Gott. Bist du sicher? Das ist eine ganze Menge Geld. Schon gut, schon gut. Gute Arbeit soll bezahlt werden. Aber das ist... hat sich gerade mehr angehört nach Husten als nach Lachen. Okay. Kann ja mal vorkommen. Tja. Wir müssen jetzt gehen. Sag mal, will die Frau mir jetzt echt auch noch das Geschäft versauen? Irgendwann... oh, ja. Irgendwann bekommt sie Zementschuhe und dann darf sie schwimmen gehen. Können wir das annehmen, Maxim? Das ist eine ganze Menge Geld. Das beweist nur, wie gut Jafars Arbeit ist. Aber, Tia, jetzt hör auf, lass es sein. Dein Laden läuft nicht besonders. Irgendwie müssen wir gucken, dass wir zur Kohle kommen. Mach dir keine Gedanken. Lass uns gehen. Hallo. Oh, du bist es, Maxim. Ja, ich wollte dir das geben. Was? Geld? Das ist die Summe, die uns Claude für deinen Glasapfel gezahlt hat. Aber ich habe euch den Apfel geschenkt. Ich kann das Geld nicht annehmen. Komm, Junge, nimm's einfach und lass gut sein. Das geht schon in Ordnung. Dieses Geld gehört dir. Aber... wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir ja für das Geld... wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir... wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir ja das da für das Geld verkaufen. Maxim, ich stehe tief in deiner Schuld.
Schon gut. Wir müssen jetzt leider gehen. Viel Spaß mit der Kohle. Das hast du schon von Anfang an geplant, oder? Hm. Ja, übrigens dir. Nimm ihn. Du gibst ihn mir? Naja, ich kann ihn ja nicht tragen. Danke, was für ein schönes Stück. Ja, so kriegt man die Weiber dazu, dass sie die Fresse halten. Ups, das war mein Stuhl. Einfach Schmuck und dann ist Ruhe. Yay! Es springt so wie ein Kreisel aus dem Bild. Wie ein kleines Kind, aber ich, da muss ich dir recht geben. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie glücklich sein wird, wenn sie mich begleitet. Das muss sie wohl selbst entscheiden, denkst du nicht auch? Das ist wahr. Hey Tia, wir brechen bald auf. Ich bin schon unterwegs. Jetzt kommt sie wieder reingewirbelt. Ach nee, doch nicht. Kommt nur ganz normal gelaufen. Jetzt wollte ich gerade schon sagen, jetzt kommt sie ganz normal gelandet. Oh, ich verhaspel mich heute. Speichern wir mal, ja. So, was machen wir jetzt? Gut, wir passieren wie den Tempel. Ja, was interessiert uns schon Geld? Wir hauen Monster. Das gibt auch Geld. Das gibt sogar richtig gut Geld. Man sagt, eine starke Kriegerin von großer Schönheit lebt in Pandoria. Ich wusste gar nicht, dass ich in Pandoria wohne. Aber gut, okay. Nein, ich wohne natürlich nicht in Pandoria. Aber dort gehen wir jetzt hin, nach Pandoria. Er ist zurück. Ich guck mal eben, ob es jetzt noch was Neues an Glasausrüstung hat, oder... Bitte. Na, verkaufst du jetzt wieder?